Gut, die erste Parade, die erste Attacke kriege ich minus 2, das pariere ich so. Ja, geschafft. Und das zweite mache ich ein Bindenmanöver. Ja, bei dem Paradewert ist das auch ohne Probleme möglich. Ja, der ist gebunden. Ich krieg plus 4 auf meine Attacke und er kriegt minus 4 auf seine Parade, was ihm egal ist. Weil er keine Parade hat. Was möchtest du? Weil er sie nicht benutzt. Ja, ich greife ihn zurück an. Ich habe jetzt mit Rapier, wie gesagt, 4 Erleichterung. Ich würfe nur noch 4. Eine 0, ja. Schaden. War das ein gezielter Stich? Nein, das habe ich noch nicht. 9. Kannst du ihm einen schweren Streich beibringen? Wo denn? In den Schwertarm. Dann, ja, er hält sein Schwert weiter fest. Kommt weiter auf dich zu. Knurrt, weil es um sein Leben geht. Ja, ich lächel nur herausfordernd und ist das alles, was du kannst? Nächste Kampfrunde, die 11. Möchte gerne vorziehen. Ja, ja. Ja, dann hat jetzt die Formation geknackt und mit den Söldnern im Hintergrund, die nicht noch an den Homerien hängen, kurz stehen bleiben, orientieren und dann einfach vorstürmen, mitten in die Schützenreihen, bevor sie sich neu formieren können. Sturmangriff. Sollte von den Metern kein Problem sein. Die hatten sich, wie gesagt, ein bisschen zurückgezogen. Armbrüste gerade alle im Anschlag und sind sehr überrascht, dass sie keine Homerier mehr als Formation haben. Der ist locker flockig geschafft. Hier kommt der Schaden. Auch gar nicht mal so gut. Immerhin. Geht besser, aber... du siehst durch einen schrägen Tunnel nach oben aufs Oberdeck und kannst da erkennen, wie da wohl weitere Söldner gerade um ihr Leben kämpfen. Beziehungsweise zwei dicke Homerier stapfen gerade in Richtung, ja, wohl auf die linke Seite des Decks. Du kannst sogar Eldern beten hören und siehst die Sonne, wie sie über dir aufgeht. Das macht doch gleich neuen Mut. Die anderen hat er vorgezogen. Richtig. Die Söldner lassen ihre Armbrüste fallen und greifen zu ihren Schwertern, dauert allerdings. Dann haben wir hier oben den Kapitän Vigor. Würde sich gerne aus dem Kampf... Ich würde gerne vorziehen. Ja. Und ich habe eine Frage. Ja. Eine Regelfrage. Wie lange dauert dieses Ertrinken? Ist das nur eine Aktion? Ja. Eine Aktion. Das ist blöd. Schwarze Farbe, eine Aktion. Das ist blöd. Alles klar. Dann kommt jetzt der Wuchtschlag erschwert um... Ach, ich bin immer noch in Handgemenge, ne? Noch bist du im Handgemenge. Du kannst auch irgendwas anderes machen, aber du bist jetzt im Handgemenge mit zwei Händen, wolltest du. Richtig. Dann hacke ich einfach nochmal mit einer 6er Schwernis auf ihn ein. Das wäre auch gelungen. Gut, dann Schaden. Das wären 10 Schaden in den Bauch. Ja. Ist das eine Wunde? Das ist eine Wunde. Aber das kann er aushalten. Und er möchte sich aus dem Kampf lösen und in diese Tür. Dann möchte ich einen Passierschlag machen? Ja. Natürlich erst. Die Tür erreicht, kriegt er von jeden Fall. Habe ich mir gedacht. Er hat Aufmerksamkeit, gehe ich einfach mal von aus. Ja, hat er. 9. Dann ist er in der Tür, Ömer. Entfernung ja, immer. 15, 16 Meter. 8 Punkte könnte ich als Schwert auch gleich in kein Thema Standardschaden. Einmal. 6 Trefferpunkte in den Rücken. Aua. Das ist die gleiche Trefferzone. Da hat er ja schon eine Wunde, auch wenn es 6 Stück, ne? Wundschwelle minus 2. Trefferpunkte, Wundschwelle gesenkt um 2. Ja. Tut weh, bleibt aber nicht stecken, er verschwindet in der Tür. Gut, das war seine Aktion, die anderen Homerier sind glücklich. Ich bin ja immer noch dran. Er ist jetzt doch mit einer Aktion zur Tür hin,
hat mit einer Aktion oder freien Aktion die Tür geöffnet? Er ist mit einer Aktion Position hierhin und hat sie dann geöffnet und hat dann irgendwo dran verschwunden. Oder die freie Aktion und noch einen Schritt reingemacht. Also ja, genau, ein Schritt freier rein. Also du kannst sie noch sehen. Die Tür noch ist noch offen. Ne? Ja, du hast noch eine Aktion. Hat Kohlrab ihre Tür abgeschlossen? Kohlrab steht hier irgendwo in der Mitte mit dem Pentagramma. Ja, ich stelle mich einfach zu ihm hier in den Raum. Also wo auch immer er gerade steht, ich stehe einfach direkt daneben. Ich stehe wahrscheinlich irgendwie hier so einen Schritt drin. Du ja, dann stehe ich halt genau daneben. Ja, dahinter, genau. Ja, wollte ich sagen. Ich wusste halt nicht, wo genau er steht, deswegen. Schülerinnen sind wahrscheinlich auch bei Kohlrab. Die kriegen jetzt Ärger mit den Homerian, stimmt. Wo ist Jasper? Okay. Jasper ist auch da. Die fangen jetzt irgendwie an. Magister Kohlrab verschließt jetzt irgendwie Faxius auf ihn hier. Gucken wir uns gleich an, was da passiert. Kiaras wird weiter angegriffen und zwar. Was mache ich da? Ja, er muss halt angreifen. Er weiß, dass sein Tod jetzt bevorsteht. Er wandelt um. Greift dich. Lass deine Waffe weg. Okay, er greift dich trotzdem zweimal an. Gut, soll er machen. Er ist ein blutiger Pirat von Xeran. Wuchtschlag. Nee, er muss. Ja, du hast so noch. Nee, komm, ich hoffe auf deine 20. Wuchtschlag 10 und zwar zweimal. Einmal plus 10 und einmal plus 14, schafft er nicht. Dann ist der nächste erschwert, das schafft er sowieso 24, nicht. 20, ne? Ja. Kriegt er nicht hin, das erschwert um 24. Aber 1 ist 1, ne, gut. Stich zweimal an dir vorbei oder du tauchst unter ihm. Ja, ich weiche einfach so mit dem Oberkörper nach rechts aus, dann weiche ich mit dem Oberkörper nach links aus, schaue ihn so fragend an, was das soll und. Blitzschnell stürme ich nach vorne, schlag ihn zweimal und mach ihn tot von links. Arme Wurst. Ich muss gerade überlegen, wie hieß das Schiff? Das ist die Hammerhai. Ich glaube, zwei treffen. Ja, Schaden. Er hat ja wie gesagt angegriffen, er kann nicht parieren. Das kannst du gleich hinterher würfeln. Die Elf ist durch. Eldern. Weiter, 22 Schaden. Weiter predigen? Ja, wenn ich das Gefühl habe, hat das den Effekt auf die Leute, auf die Anwesenden? Ja, die Schützen können besser schießen. Ja, dann bin ich vollkommen zufrieden. Erkennt man diesen Mann hier als Captain oder als dass er wichtig das ist? Das ist ein Kapitän. Das kannst du erkennen. Okay, ja, dann möchte ich hier hinlaufen, da hinlaufen und mich da hinstellen. Gut. Ja, dann hat er, glaube ich, vorgezogen. Achmat hatte alles Abelmir. Ich würde den Säbel loslassen, den der Humeria ja noch wahrscheinlich in seinen Klauen hat, zurückweichen und liegen da auch schon Leichen von den Söldnern rum, von unseren Söldnern mit Säbeln oder mit auch schon Waffen, keine Ahnung. Keine Leichen, ein paar Verletzte. Das sind nicht mal schwer Verletzte. Das sind wirklich, die beißen zwar zu, beziehungsweise zwicken oder schlagen, aber wenn man die pariert, gut, sollte möglich sein. Die stehen da einfach nur wie eine Wand normalerweise. Gut, ich keine freien Waffen. Achso, keine freien Waffen. Keine freien Waffen. 3. Zieh mich zurück. 3 Schritte in die Richtung. Ziehst dich zurück. Das sind nur freie Aktionen. Willst du noch irgendwas tun? Den Stab ziehen. Stab ziehen. Gut. Immer. Ja, immer versucht Kontakt mit denen hier aufzunehmen, mit denen er ruft. Ey, geht da in das Haus rein, da hinter euch, in dieses große Ding und schützt die Treppe. Okay. Damit seine Aktion, seine Runde verbrauchen, indem er mit wild gestikuliert mit den Händen auf das Ding zeigt, auf die Adlerbanner und immer wieder auf das Ding hier von wegen, dass sie die Treppe bewachen sollen. Schütz die Treppe, da kommen Feinde hoch! Ja, du hast ja in dieser Aktion schon geschossen, ne? Aber da war, glaube ich, nur eine Aktion okay, los. Okay, dann ist das für nächste Runde, dass ich fast hier. Passt schon. Meine ganze Kampfrunde für nächste Runde ist verbraucht. Kiaras hat auch schon angegriffen und damit ist die nächste Kampfrunde. Du hattest gerade gesprochen. Die Elf ist wieder dran. Herr Kapitän möchte zum Tisch laufen und taucht unter einem der Stühle entlang. Er taucht? Ja, springt unter einen der Stühle, unter den Tisch. Ist ein Feigling. Das ist seine Aktion.
Hm. Du willst nichts tun? Eltern ist dran. 14. Ich gehe hin. Ich möchte gerne 14. Okay, dann fangen wir erstmal an mit der 20, Ahmad. Gehst du da hin? Ja, ich gehe zu ihm hin und versuche ihn da runter hervorzuziehen, beziehungsweise, ja. Er hat ja immer noch seine Waffe in der Hand, ne? Weißt du nicht? Dann schaue ich einfach nach unten und gucke, ob er seine Waffe noch in der Hand hat. Du siehst wohl, wie er gerade seine Hand durch den Boden taucht. Ich steche nach ihm. Dann stech nach ihm. Ist das irgendwie erschwert? Er liegt auf dem Boden. Ich erleichtere es dir um 5. Kannst nur sein Bein erwischen. Finde ich gut. Dann überlege ich gerade. Ich kann sein Bein erwischen. Du kannst nur sein Bein erwischen zurzeit. Und eine 5er Erleichterung. Dann gebe ich mir jetzt einfach mal den 8er Wuchtschlag. Kann auch nicht parieren. Ja, der war ja getroffen. Gut, Schaden. Kann ich parieren. 19. Am Schwertarm, also am Bein. Genau, was ich eben sagte. Ja, ich hab's trotzdem gewürfelt, Reflex. Ja, dann trennst du seinen Unterschenkel ab und er schreit und heult einmal laut auf. Eldan. Beziehungsweise nein, Jalan wollte vorziehen, 17. Richtig. Wenn ich das auch sehe, sehe ich, dass die beiden auf Kohlrab und Konsorten zuschreiten. Ja. Dann möchte ich gerne den Tunnel hochstürmen. Gut. Tunnel, hochstürmen, Sprint. Reicht das für einen Sturmangriff? Sturmangriff kannst du da auch reinlegen. Gib mir vorher trotzdem nochmal, wegen dem steilen Tunnel nach oben, gib dir trotzdem nochmal eine Athletik. Schwert um 7. nee, dann lass ich's. In Rüstung nicht. Gut, dann musst du länger anlaufen. Ja gut, dann bin ich halt nächste Kampfrunde da. Doppel 1 ist immer drin, würde Janus jetzt sagen. Ja komm, dann würfel ich halt. Doppel 20 auch. Ja, aber SE auf jeden Fall. Nö, ist halt nix. Ja, alles klar. Nee, dann läufst du nach oben, dauert einfach, du bist komplett außer Puste durch die Kämpfe, aber du kommst irgendwann wohl an. So, 17 ist durch, 14, Elder. Ich gehe hier hin und gucke, was die da tun. Ja, du siehst gerade, wie der Rondrianer dem Kapitän, der wehrlos unter dem Tisch liegt, das Bein abgeschnitten hat. Wehrlos würde ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich möchte unter den Tisch gucken und gucken, was der Typ da macht. Ja, er hat seine Hand im Holz. Okay, ja, das sagt mir ja nichts. Also, ich tue nichts. Du tust nichts. So, Ahmad hat er zugeschlagen, aber mir. Ich würde auf dem Schiff unten nach Feuerbringer nach irgendwelchen Zumomats-Echse suchen. Irgendwas, was man werfen kann, was scharf ist, was schwer ist vielleicht. Ja, kannst du bekommen. Liegt da rum eine Säge von Pockwurm. Eine Säge? Kann man schlecht werfen, oder? Ja, dann nimm eine Axt. Kleine Holzhalle. Eine Axt. Dann werfe ich meine Axt mit einem Basiswert von 8 und hoffe auf die 1. Ja, super. Ist der geworfen? Ne, da nicht geworfen, oder? Normal. Sekunde. Jetzt. Ja, pfiff's vorbei. Steckt im Unholz. Mhm. Sehr schön. Gut, dann ist die 20 durch. Ahmad hat er auch. Ömer. Hatte gerade eben geschrien. Keras, hattest du schon gemacht? Nee, das war letzte Runde. Ja, ich habe einen 20er Schaden reingehauen, oder? War das letzte Runde? Ich glaube, letzte Runde wolltest du ihn. Ich glaube, du kannst ihn jetzt kaputt machen. Ja, von mir. Will er vorzuschlagen, oder? Ich glaube, er sieht dich gerade mitleidig an. Er hat gemerkt, dass er keine Chance hat. Er würde aufgeben, er schmeißt seine Waffe weg. Gnade? Guckt er dich an? Würfelt eine Überredenprobe? Sieht überzeugend aus. Ich drehe seine Waffe weg. Schnaub einmal und würde meine Waffe in die Scheide packen und dann ihn packen und fesseln. Okay. Keras 25 durch, 11. Ich würfel mal kurz eine Selbstbeherrschungsprobe. Musst du gar nicht, ich zieh vor. Nochmal 8er Wuchtschlag gegen ihn. Auf was denn? Auf das zweite Bein? Ja, ihm in die Brust, was auch immer. Irgendwas, was ich erreichen kann. Okay. Damit der Typ tot ist. Okay. Das wäre... Ist durchgekommen, ja, ne? Wäre getroffen. Er pariert. Wie, er pariert?
Ja, ich habe gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe gemacht. Er versucht jetzt zu parieren. Ach so, okay, Entschuldigung. Die Parade ist für ihn um 5 erschwert, weil er unter dem Tisch liegt. Ja. So, du hast getroffen. Hat er seinen Wundschmerz geschafft? Ja, hat er. Hatte ich gerade. Achso, warte. Wunden ignorieren müsste er noch machen. Wundschmerz hat er geschafft. Die Wunde ignorieren kann er aber auch. Er pariert das Schwert um 5. Der hat inzwischen 3 Wunden, ne? Nein, er hat eine in der Brust. Einen Bauch und er wurde gerade sein Bein abgetrennt. Also wenn das sind keine 3 Wunden verteilt, ist doch egal. Also er wird die Wunde vielleicht nicht mehr. Ja, aber ich rede von der Selbstbeherrschungsprobe, die er gerade schaffen muss. Wegen der Wunde. Die hab ich doch oben gewürfelt. Alles klar, ja, okay, ich sag nichts. So, er pariert oder versucht es, schafft es aber nicht und du kannst erkennen, wie er wohl versucht, ein Tuch, das ist Yamish Aquam, eingeschlagen, hat er nach oben gerissen, du siehst die schwarze Klinge blitzen, du hörst Stimmen in deinem Kopf und dann triffst du und schneidest mit 18 Schadenspunkten in. Den Schwerter. Also ich trenne ihm gerade Yamish Aquam wieder ab. Beschreibt die Situation, die komplette. Er gehört dir. Alles klar, ja. Ahmad komplett im Stress, weil ihm gerade klar geworden ist, dass dieser Kapitän natürlich hinter Yamish Aquam hinterher ist, stochert erst wild unter diesem Tisch umher, trennt mit einem gezielten Schlag das Bein ab. Dem Kapitän scheint das mehr oder weniger egal zu sein, dass seine Knochen zu sehen sind oder gerade die Dämonenarche vollblutet. Scheint mit seinen Händen das ergriffen zu haben, was er sehnlichst erwartet hat, versucht noch mit Yamish Aquam, dem Schwert Charybdorots, den Schlag vom Rondra-gefälligen Recken Ahmad Khada al-Bakra ibn Nasreddin zu parieren, ist allerdings nicht schnell genug und der Rondra-Kamm treibt sich tief bis ins Heft hinein durch die Brust vom Paktierer Vigor und zerschneidet seinen Brustkorb. Das Schwert wird wieder rausgezogen und Vigor stirbt in dem Augenblick, wo der Rondra-Kamm seinen Körper wieder verlässt und eine riesige Blutlache breitet sich in dem Studienzimmer von Magistra Kulrab aus. Ja, dann nächste Szene. Ja, kommt dann auch irgendwann richtig aus der Puste mit so viel Endgeschwindigkeit, wie er noch aufbringen kann, oben aus dem Loch gestürmt. Und wirft sich Schild voran den Homerien entgegen, bevor sie Kohlrab und ihre Schüler in Streifen schneiden. Keras, nächste Szene. Ja, den Mann gerade festgebunden, richte ich mich wieder auf, werfe einen Blick um mich rum auf die Männer, die wahrscheinlich jetzt alle Piraten besiegt haben. Gute Arbeit, Männer! Jetzt bindet die Verletzten und dann gehen wir zurück und gönnen uns einen Wein. Du hast mit deinen Männern das gesamte Schiff erobert. Währenddessen knallt der Donner, weitere Rotzen, die gerade ein weiteres Mal schießen. Bronn hat nachgeladen und du kannst erkennen, wie, wenn du deine Hand abschirmst gegen die Sonne, die gerade aufgegangen ist, der Stern von Tisal lodernd, brennend vergeht. Ömer, nächste Szene. Ja, Ömer steht da oben mit dem Bogen in der Hand, einen Pfeil auf der Sehne, aber den Bogen nicht gezogen und schaut sich um. Die Homerier sehnt, aber nicht auf sie schießend, weil da wird er wahrscheinlich nie durchkommen. Und hält auch schon nach Zielen oder nach Dingen, die er tun kann. Ist aber noch gerade ziemlich gestresst und tut deswegen nichts, außer sich orientieren und umschauen. Du kannst auf alle Fälle erkennen, dass da 2 Homeria-Krieger auf die Magier losgehen. Ja, genau, aber da werde ich mich nicht dazwischen schmeißen. Okay. Ja, hätte ja sein können, dass du mit dem Bogen weiterschießen willst. Nein, nicht auf die. Okay. Aber mir. Nachdem sich die Homeria umgedreht haben und die Söldner probiert haben zu attackieren, werde ich mich hinter sie schleichen und ziemlich kraftlos bzw. fruchtlos auf die riesigen Humerier einschlagen. Es ertönt bloß ein leichtes Block auf ihren Panzern. Nachdem ich meine Sinnlosigkeit eingesehen habe, diese Aktion, probiere ich die verbliebenen Söldner so zu dirigieren, dass sie zuerst die restlichen Söldner der Seesoldaten der feindlichen Schiffe niedermachen und sich dann geschlossen gegen Humeria wenden und sie allesamt niedermachen. Wahrscheinlich auch unter größeren Verlusten. Eldan, vor deinen Augen kannst du erkennen, wie Yamish Aquam aus dem Tuch geglitten ist und jetzt in deinem Kopf, in den Köpfen
anfängt, Stimmen zu formen. Dämonisches Gewisper, Singsang. Aus den Niederhöllen direkt scheint es zu kommen und Ahmad starrt mit leerem Blick auf das Schwert, so als ob er ganz woanders ist. Ahmad, du kannst vor dir erkennen, wie du wieder in den Gräben stehst. Vor dir die Trollmauer, schwarz, klaffend, irgendwelche Tentakel, die daraus hervorwuchern, du bist gerade ganz woanders. Ein Kriegstrauma, was dich ergriffen hat, was dich wieder zurück in die schwarze Dämonenschlacht holt. Nur Eldan, der dir helfen kann. Eldan, deine Aktion. Ja, meine erste Aktion ist Eiserner Wille 2 an. Und dann versuche ich das. Hat er das in der Hand oder liegt das auf dem Boden? Es liegt auf dem Boden. Wollte wohl gerade irgendwie unter dem Tisch hervorgeholt werden. Dem Kapitän ist sämtliches Leben aus dem Körper gewichen. Blutet gerade auf einige vielleicht noch zerstreute Pergamente, die durch den Wind im Raum herumflattern. Und Yamsh Akvam wird gerade etwas leiser. Ja, ich würde das jetzt wieder in das Tuch einschlagen, in dem das drin war, ohne das zu berühren und murmel dabei, Praios, hilf mir. Praios, hilf mir. Damit habt ihr 4 Schiffe aufgebracht. Handlungspunkte. Ihr bekommt pro Talucke, die ihr nach und nach fressen wollt, 3W6. Sind für 4 Schiffe 12W6. Wir wollen nur 2 fressen. Ich würde sagen, wir fressen erstmal 2 und gucken dann, wie viel Druck wir haben. Ist ein Schiff nicht abgebrannt? Das kann man ja löschen. Ich denke, und dieser? Das kann man ja löschen. Das kann man ja fressen. Richtig, so ein Schiff braucht lange zum Abbrennen. Aber die beiden Schiffe, die wir geentert haben, oder zumindest das eine geentert, das andere verlassen. So, dann erste Schiff wird gefressen. Gib mir 3W6. Kommt. Das sieht gut aus. Oh, alles klar. Mehr Druck auf den Adern. Gerade eben. Schütze von dem Ding. Ist die Blutrochen verschwunden. Komm, Chiara, als nächstes. Dann eine kurze Frage, ja. Was die Piraten angeht, die in der Maulgrotte waren. Waren das die, die dann da sich befreit haben und da unten da die Humeria, waren die das? Oder sind da immer noch welche drinne? Wir haben ja ein Schiff direkt am Anfang gefressen. Genau, die Blutrochen. Blutrochen, genau. Und auch die Effards blutige Herz. Das sind wohl irgendwelche Paktira gewesen, die sich da jetzt durch Horte durchfressen konnten. Und wenn die sich dann eben auch einen Gang durch das Maul und durchfräsen, was eigentlich verschlossen war, dann könnt ihr da wenig gegen tun. Alles klar. Ja, ich wollte wissen, ob die das waren. Habt also genau das getan, was die Paktira wollten. Das Schiff gefressen. Ja. So, dann. Also. Das war die Efforts blutige Herz. Das sind 6 Stück. Ich würde sagen, wir fressen noch die Stern von Tisal, weil die wieder aufzutakeln wird, eine größere Qual. Die Hammerhai ist noch komplett einsatzfähig. Die Effortblutige Herz müsste auch einsatzfähig sein. Wie gesagt, ich wollte als zweites gerne die Sterne essen und die anderen beiden, die sind in Ordnung, die Schiffe, oder? Voll einsatzfähig. Ja, aber wir brauchen noch ein paar mehr Handlungspunkte. Also wir sind im Moment 13 im Plus, wenn wir dann in Festung sind. So, nächstes Schiff. Stern von Tisal wird gefressen. Also wenn sich jetzt sonst niemand dagegen stemmt, sage ich ja. Naja, also ihr könnt auch versuchen, ja, das... Ja, gewürfelt. Ne, noch nicht. Kiaras hat gewürfelt. Hat die 6? Die 6 ja, dann hat eine 14 gewürfelt und Kiaras hat eine 6 gewürfelt. Wir haben jetzt 2 Schiffe gefressen. Zwei Schiffe, also es geht jetzt um das dritte. Wir haben jetzt gerade... Aber die Stern von Tisal war doch die wir kaputt geschossen haben. Wieso haben wir nicht als... Die könnt ihr fressen. Haben wir dann entschlossen, dass man die doch noch fressen kann. So. Die Hammerhai werdet ihr nicht... Also aktuell werdet ihr nicht die fressen. Die ist komplett einsatzfähig. Also ihr wollt ja. Jetzt nur ein Schiff haben, alles klar. Ja gut. Weil, was wollen wir nicht? Ich meine, nicht. Zwei. Was willst du denn, also wie willst du das zweite bemannen? Deswegen. Das ist die Frage. Außerdem brennt das. Ich meine, wir können froh sein, dass wir es fressen können. Ich glaube nicht, dass wir es löschen und dann... Aktuell wollen wir die Schiffe versuchen mitzunehmen. Ist es möglich, die Schiffe aus dem Wasser zu heben und an der Seite der Arche hochzuheben? Wie als Beiboot? Rettungsboote. Boah, das ist schon krass. Da war das eine Überladung und doppelte Bewegungspunkte brauchen wir dafür. Eine Überladung? Könnte man hinterher schleppen mit langen Seilen? Für 1W20, das ist jetzt Risiko, für 1W20 könnt ihr die Hammerhai irgendwo an die Seite buxieren. Dafür benutzt ihr dann eure Beine, könnt das dann irgendwie auf dem hinteren Deck könntet ihr die abstellen. Wir schauen uns das nochmal an. Auf dem hinteren Oberdeck. Hier könntet ihr die Hammerhai abstellen. Für 1W20 Handlungspunkte, wenn ihr das wollt. Das müssen wir, wenn die Hammerhai noch irgendwo ankommen soll. Denn wir haben nicht genug Leute, um die derzeit vernünftig zu bemannen.
Zumindest brauchen nicht wir dann wieder eine Woche oder so brauchen wir es noch Festung. Brauchen wir dann wieder ein W20 Handlungspunkte, um das Ding zu entladen? Den würde ich euch schenken. Okay. Ich würde sagen, wir machen das. Kann man die einfach anseilen, hinten dran? Ja, und sie dann mit GS20 durchs Wasser ziehen, dafür ist die nicht gebaut. Nee, eher nicht. Also komm, ein W20, den würde ich haben. Dann ist die Hammer safe ohne Mannschaft. Ja, komm, 6, das ist super. Nicht. Alles klar. Dann gehört die Hammer ja euch, es ist eine einfache Talucke, zweimastig. Werde ich dann im Forum nachtragen und in eure... Das geht ja von Teaser dann auch 3W6 los. Richtig, immer macht du. Absoluter Gewinn aus der Lage gezogen. Außer die paar Söldner. 20%, geht klar. Das schreibt, ja. 3W6. Also immer, gib mir 3W6. Stern von Teaser. Nice. Ja, bitte. Ja, schön. Gut. Dann ist diese Seeschlacht aufgeschlagen. Wie viele Leute haben wir gefangen genommen? So, gebt mir mal, also pro Schiff, das waren wie viele? 4 Stück. 4 Schiffe, jeweils 15 Söldner und 25 Seeleute. Und wie viele davon leben noch? Das kommt jetzt drauf an. Die Söldner sind teilweise besiegt. Irgendwann werden sie sich vielleicht aufgeben. Also sagt mal, ein Drittel von denen sind tot. Was ihr mit den anderen macht, ihr könnt die irgendwo aussetzen, mit anderen Beibooten oder könnt die gefangen nehmen, aber das wird dann irgendwann auch sehr, sehr eng auf dem Schiff. Das wären 96 Gefangene. Die können wir nicht unterbringen. Nee, das schafft ihr nicht. Also erstmal wird alles untersucht, glaube ich, was Bakteria ist und so fort über den Jordan. Abel mir, 2W20. Kommt. Zwölf Bier und Reiswein, 50 Dukaten. Und das ist doch super für Festung. Das zweite ist ein Honig, Wachs, Pergament, Papyrus, Papier. 150 Dukaten, also das wird Honig sein. Honig und Wachs. Dann ich würde sagen, wir nehmen den Honig. Eldan. Ja. 2W20. 100 waren das, ja? 150 Dukaten für die. Ja, 50, okay. Ja, hoch ist schlecht. Roggen, Reis und Weizen, 30 Dukaten. Hä, voll nice, wir haben was zu essen. Was Entschuldigung, erst die 17. Bauholz, 35 Dukaten. Oh. Bauholz für Helmport? Wir haben gut gewürfelt. Richtig, ja, dann 15. Ich hätte Essen besser gefunden. Dann Leintuch und Lederwaren, 50 Dukaten. Haben wir schon. Gib mir was wir noch nicht haben. Ja, willst du es vom Bord schmeißen? Mir ist es egal. Nein! Ach, Prosti! Ja, dann würfelt doch mal niedrig. Ja, Jungs, würfelt mal niedrig. Ja, also genau. Wenn ihr zwei Einser macht, dann wird das auch definitiv besser. Also wenn es darum geht zu tanken, wird immer niedrig gewürfelt. So. Ja, da kommt 17-20. Kiaros, was ist denn auf deinem Schiff gewesen? Siehste? Die Doppel-9. Sahen bei mir aus wie eine 1. Doppel-9. Pferde, Pavi-Ponys. Wunderbar, nehmen wir noch mehr. Nochmal 2. 80 Dukaten, sind nochmal 2 Pavi-Ponys. Und die 9-5 sind Edelhölzer, Tick-Tick-Holz oder Tick-Tock-Holz, Steineiche, Eisenholz. Ich glaube, Steineiche macht, glaube ich, Sinn. Steineiche ist toll. 150 Dukaten Steineiche. Und einmal. Das ist noch verdammt viel Holz. Der Kapitän darf verstauen und Ahmad darf nochmal würfeln. 2W20. Siehste. Diamanten. Möbel, Thulamidenteppiche. 200 Dukaten. Wir nehmen die Teppiche. Teppiche, ja, aber es sind dann keine thulamidischen. Die kommen bei mir zu Hause rein. Das sind keine thulamidischen Teppiche, das sind... Oh, das beste tobrische Schloss, mein Freund. Ja, oronische Teppiche, ja, macht Sinn. Haben so ein paar Oronia überfallen. Und, was ist das andere? 1-5. Das? 200. Oh, das ist schön, dass das Ahmad gewürfelt hat. Sklaven. Rudersklaven. Oh yeah. Feldsklaven. Oh yeah. Haus. Leib.
Blutsklaven, Fleischflüchtlinge. 600, davon werden 5 angeheuert. 600 Dukaten. Ist jetzt die Frage, was sollen das sein? Sind das Rudersklaven, sind das Feld- oder Haussklaven? Das sind Kampfsklaven. Das sind natürlich Feldsklaven, die werden im Helmenport abladen. Natürlich, die werden freigelassen im Helmenport abladen. Also einer ist davon mindestens ein Leibsklaven. Die werden nicht freigelassen, das sind die Leibeigene. Liebesklaven. Also einer davon ist auf jeden Fall ein Leibsklaven. Schön, dass sie auch im Status Sklaven bleiben. Das ist cool. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt. Bin ich eigentlich gerade der Alan Fahner, der einzige gesagt hat, die sollen die freilassen? Ja. Was seid ihr bitte für reichstreue Arschlöcher? Also wir fragen die Sklaven erstmal, warum sie eigentlich Sklaven geworden sind, Reichsklaven geworden sind oder ob sie im Reichstreuen, Reichstreu sind wir natürlich nicht, aber im guten alten Fasar Sklaven geworden sind. Wenn die Sklaven geworden sind, dann kennen die schon einiges, dann können die als Haussklaven richtig tolle Dinge mit dir machen. Oh, das ist natürlich ein gutes Argument. Wie Sektion. Also ich inspiziere ihre Familienhistorie genau. Wie lange waren sie Sklaven? Gib mir mal ein W20, dann sag ich euch, wo die herkommen. 12. Dann kommen die von der Piratenküste. Also irgendwelche versklavten ehemaligen Fischer. Oder sicher, dass das früher Fischer waren? Also, wir das nochmal kurz geklärt haben. Die Herkunft ist Piratenküste. Es sei denn, du willst einen Chip ausgeben für die 12. Ach komm. Hier, Chippy. Du hast keinen Chip. Ach stimmt, ich hab keinen Chip. Hat jemand noch einen Chip? Was wäre die 14 denn gewesen? Hat jemand noch einen Chip? Nein. Dann wären es Fürst Komturai Maraskan. Möchtest du deinen Chip? Nächste Woche bekommst du deinen Chip wieder. Willst du den dafür ausgeben? Dann hast du nächste Woche. Präventiv ausgeben. Dann hast du nächste Woche keinen. Dann kommst du aus Maraskan. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade. Ja klar, komm. Gib mir die Maraskan-Sklaven. Dann hast du nächste Woche im Finale kein Chip. Ja, dann sind es. Kann ich immer noch verbrennen. Dann sind es Sklaven aus der Fürstkomturei Maraskan. Maraskanische Sklaven. Ja, Glückwunsch, Leute, ihr seid jetzt Bauern. Nein, nein. Erstmal frage ich die Leute, ob sie schon mal was mit der Leibdienerei zu tun hatten. Ob einer von denen ein Leibdiener war und ob der vorhat, sich mir anzuschließen. Und mein Leibdiener zu werden. Würfel mal Menschenkenntnis, die Antwort ist ja. Finde ich gut. Maraskanische Kämpfer unter Leitung eines Rondrianers, so gut. Ja, du bist ja nicht ganz sicher. Muss man gerade. Du bist ja sicher, er lügt, aber er sagt ja. Er ist sich sehr sicher, dass er für dich. Ich sag zu ihm, ich bin ein gefeierter Held in Kunchom, deine Brüder lieben mich. Und Bruderschwester. Ich habe mit dem hohen Paar, ich würde dann die Namen sagen, die habe ich schon wieder vergessen, würde ich denen sagen, und ich sage ihm, ich bin ein wichtiges Tier bei den Maraskanern. Ja, die Antwort ist immer noch ja. Also, wenn du versuchst, mich umzubringen, dann melde ich das den Wipfeltigern. Ich sagte Fürst Komturai Maraskan, nicht Freies Synoda. Ja, aber die kennen ja trotzdem die hohen Brüder, ja, die abgehauen sind. Du hast jetzt gerne einen, also er würde sich bereit erklären, dir zu dienen. Ja, aber wie lange ist die Fürstkomturei Maraskan? Hast du Gefahreninstinkt? Ja, ich habe Gefahreninstinkt. Dann würfel Gefahreninstinkt. Ich sage dazu nur, warum sollen hier alle Maraskaner verquarkst sein? Weil es Maraskaner sind. Ich habe 10 Punkte beim Gefahreninstinkt über. Ja, du spürst ein Ziehen deine Wirbelsäule hoch. Hast kurz das Gefühl, stand er nicht schon mal auf der gegenüberliegenden Seite der Dämonenschlacht? Na gut, da standen viele und vielleicht hat er einen Helm auf, aber kannst dich auch täuschen. Also wenn das, was du gerade gesagt hast, wahr ist... Du hast einfach nur ein richtig schlechtes Gefühl bei diesem Typ. Also ein richtig schlechtes Gefühl oder ein richtig, richtig schlechtes Gefühl? Der schneidet dir im Schlaf die Kehle durch. Das soll er erstmal versuchen. ich habe eine Frage. Ich stelle eine Frage. Akzeptiert. Wenn du sagst, Fürst kommt Komturai, sind das dann Maraskaner aus Hafaxchem Gebiet oder sind das nicht Leute von Hafax? Aber die hassen doch Hafax auch. Das verstehe ich halt nicht. Also, ich sag dem gerade, der ist der Richtige für dich, der kann kämpfen. Ich sag dem Jungen, ich kämpfe fürs freie Maraskan. Wenn du jetzt kein Spasti bist, kämpfst du mit mir. Alter, der ist aus Yergan. Dem ist das freie Maraskan doch egal. Ja, okay, dann ist ihm das egal, der kommt trotzdem mit. Einen Tag später erreicht ihr Festung. Beziehungsweise, wo wollt ihr Halt machen? Festung am Bucht, wollt ihr dann hier halten und dann kurz mit der Feuer-Engine rüberfahren? Wie sieht's aus? Ja, wir wollen halt nur rüberfahren. Gut. Wollen wir das andere Schiff mitnehmen? Deswegen hätten wir es mitgenommen.
Dann müssen wir es hinterher mal wieder auf die Dings bringen. Das kostet wieder. Wir sagen, wollen wir das mitnehmen nach Rulat oder wollen wir es hier lassen? So, das bleibt hier, ja. Stimmt. Wollen wir die Feuergym mit nach Rulat nehmen oder wollen wir es hier lassen? Welches Schiff ist denn besser? Ich würde sagen, wir lassen beide Schiffe hier, während wir nach Rulat fahren. Ja, wenn die Sache vor Rulat so scheiße wird, kommen wir da mit einer einmastigen Talucke eh nicht mehr raus. Ja, und dann holen wir die Schiffe lieber wieder hier ab. Richtig. Außerdem können wir jetzt mit beiden Schiffen nach Festum die Sachen hineintransportieren. Vielleicht sollten wir die Hummer, wie hieß es, Hammerhai? Vielleicht sollten wir die umbenennen und umstreichen. Nennen wir sie Ephraim 2 und streichen sie weiß. Wie wäre es, wenn wir das Schiff behalten, falls wir mal irgendwas in xeranischem Gebiet machen müssen? Dann hätten wir eine Hammerhai, die unter xeranischen Piraten bekannt ist. Und nur den Kapitän gewechselt hat, nämlich jetzt den neuen. Und dann schaut er so Richtung Jarl an. Zumindest für verdeckte Operationen, oder? Und wenn sie auf die Idee kommen zu fragen, ob wir ein... warum wir keine Dingsrune mehr auf dem Segel haben, dann sagen wir was? Dann malen wir sie schnell vorher drauf für die geheime. Oh nein, so weit gehen wir nicht. Gut. Nein, das ist absolut keine gute Idee, das lassen wir lieber. Wir malen das Schiff um. Außerdem haben wir... Das ist dann von einem Erfahrtgewalten noch einmal Wein. Außerdem haben wir für verdeckte Dinge immer noch die versunkene Okuri. Die bestimmt bald wieder hofft. Bestimmt. Mit einem drehenden Auge schaust du nach Norden. Da, irgendwo da muss Valusa sein. Ab, wenn man drüber nachdenkt, dass Valusa im Süden ist, aber ja. Jahreszeit haben wir. Ihr seid ja noch nicht in Festum. Achso, es ist Frühjahr. Das könnt ihr auf dem Weg nach Festum, könnt ihr das klären. Ja. Aber ich lebe, wenn wir in Festum ankommen noch, ja? Ja. Das ist gut. Das spielen wir ein anderes Mal los. Wenn du dich im Finale erdolchen lässt und nicht von mir. Ich sehe schon, ich bringe dann irgendwie hier Ich schleif deinen Arsch zum Rahmen von Punin. Der bringt dich zurück, damit ich dich nochmal erbringen kann. Jalan, alles, was du demnächst tust, ist um die Hälfte deiner Rachsucht erschwert, weil du dir nichts Neues gesucht hast. Und damit beende ich die Runde und dann schauen wir uns beim nächsten Mal Festum an und wen ihr dort trefft und danach geht es ins Finale.